Der älteste Sohn Johann Sebastian Bachs gilt als die tragische Gestalt innerhalb der Bach-Familie. Genial veranlagt war er insbesondere als Orgelimprovisator. Trotz einiger aufsehenerregender Konzerterfolge war sein weiterer Lebensweg bis zu seinem Tod 1784 in Berlin von der stetigen Verschlechterung seiner Lebensumstände geprägt. Die Sendung beleuchtet Wilhelm Friedemann Bachs wechselvolle Berliner Jahre, die 1774 hoffnungsvoll begannen und 10 Jahre später in völliger Verarmung endeten. Jeder Verehrer wird seinen Verlust tief empfinden. Eine Sendung von Wolfram Enzlin. Euer Hochwohl, Wohl und Hochedelgeborenen, habe ich hiermit Tempestive zu notifizieren meiner Schuldigkeit gemäß erachtet, was maßen ich gesonnen, mein hiesiges Organistenamt zu resignieren. Alle mir erwiesene Liebe und Wohlgewogenheit werde ich zeitlebens mit schuldigstem Dank zu erkennen geflissen sein und verharre euer Hochwohl, Wohl und Hochedelgeborenen, gehorsamster Diener, Wilhelm Friedemann Bach, Halle, den 12. Mai 1764. Mit diesen kurzen Worten reicht Wilhelm Friedemann Bach seine Kündigung beim Kirchenkollegium der Marktkirche unserer lieben Frauen zu Halle ein. Ein Schreiben mit für ihn und seine Familie weitreichenden, aus der Rückschau betrachtet, fatalen Folgen. Er gibt seine Organistenstelle auf, die er seit 1746 innegehabt hat. 18 Jahre lang war er in der Hauptkirche der Saalestadt zuständig für das Orgelspiel sowie die regelmäßige Komposition und Aufführung von geistlicher Figuralmusik. Ließen sich auf dieser Stelle zwar keine Reichtümer verdienen, so war er bislang ohne Probleme in der Lage, seine kleine Familie, bestehend aus ihm, seiner Frau Dorothea Elisabeth, geborene Georgi, sowie seiner Tochter Friederika Sophie zu ernähren. Dies sollte sich nun dramatisch ändern. Nicht die Tatsache der Kündigung an sich überrascht, die nach etlichen Konflikten Wilhelm Friedemanns mit seinen Vorgesetzten durchaus vorhersehbar war. Vielmehr erstaunt sie vor dem Hintergrund, dass Bach die Kündigung ohne eine gesicherte berufliche Alternative vollzieht. Und dies in einer Zeit, als es den Beruf des freischaffenden Musikers, sei es als Komponisten oder konzertierenden Virtuosen, im Grunde genommen noch nicht gibt. Noch 2 Jahre zuvor hat Bach den Ruf nach Darmstadt als dortigen Hofkapellmeister aus nicht geklärten Motiven ausgeschlagen. Was ihn letztendlich zum Entschluss veranlasst, sich in die finanziell ungesicherte Zukunft zu begeben, kann aufgrund fehlender Dokumente nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Überschätzt er seine finanziellen Ressourcen, womöglich dadurch hervorgerufen, dass seine Frau Dorothea Elisabeth
Tochter eines Steuereinnehmers aus vermögendem Haus stammt und Grundbesitz geerbt hat? Überschätzt er sein eigenes berufliches Vermögen als einer der führenden Orgelvirtuosen seiner Epoche durch Konzertreisen, zumindest über eine längere Zeit sein Auskommen sichern zu können, um dann bei sich bietender Gelegenheit eine neue, adäquate Stelle als Organist oder Hofkapellmeister anzutreten? Es darf nicht verkannt werden, dass Bach zu diesem Zeitpunkt mit fast 54 Jahren bereits im fortgeschrittenen Alter ist. Auch sein jüngerer Bruder Karl Philipp Emanuel wird mit 53 Jahren seine Festanstellung aufkündigen, jedoch mit dem Unterschied, dass er den Posten des Kammercembalisten Friedrichs II. Von Preußen aufgibt, um die Stelle als Musikdirektor der 5 Hamburger Hauptkirchen anzunehmen. Während Karl Philipp die letzten 20 Jahre seines Lebens eine der bedeutendsten und angesehensten kirchenmusikalischen Stellen im deutschsprachigen Raum innehaben sollte, wird es Wilhelm Friedemann in seinen 20 Jahren bis zu seinem Tod 1784 trotz zahlreicher späterer Bewerbungen nicht mehr gelingen, eine Anstellung zu erhalten. Nach seiner Kündigung bleibt Bach mit seiner Familie noch 6 Jahre bis 1770 in Halle wohnen. Wenig ist über seine nun freiberufliche Tätigkeit in diesen Jahren bekannt. Vornehmlich wird er Privatunterricht erteilt haben. Eine nun verstärkt einsetzende kompositorische Aktivität ist hingegen kaum erkennbar. Allein von einigen Publikationsprojekten wissen wir, die jedoch allesamt scheitern. So kündigt er 1767 die Veröffentlichung seines Cembalo-Konzertes in E-Moll an. 1770 erfolgt der Subskriptionsaufruf für die Sammlung seiner 12 Polonaisen für Klavier im Hamburger Unparteiischen Korrespondenten. Sie bleiben jeweils ungedruckt. Auch hier scheint Wilhelm Friedemann, anders als Karl Philipp, nicht das glückliche Händchen zu haben, Publikationsprojekte erfolgreich zu gestalten, sowie das Gespür dafür zu besitzen, zu erkennen, welche Kompositionen auf dem Musikalienmarkt gefragt sind. Möglicherweise ist er auch hier weniger als Karl Philipp bereit, künstlerisch Konzessionen einzugehen. Die anspruchsvollen, mitunter sperrigen, den tänzerischen Duktus häufig verleugnenden Polonaisen beispielsweise verlangen die Qualitäten von Kennern, eignen sich dagegen weniger als Klavierliteratur für die zahlenmäßig viel größere Menge an Liebhabern. Thank you.
Wilhelm Friedemann muss seinen Fehler der Kündigung bald eingesehen haben. Anders ist seine Bewerbung 1768 um die nach dem Tod seines Nachfolgers wieder frei gewordene Organistenstelle nicht zu interpretieren. Nach der Vorgeschichte nimmt es jedoch nicht Wunder, dass das Kirchenkonsistorium ablehnt und Bach diese Stelle nicht wieder zugesprochen wird. 1770 sieht sich Bachs Frau aufgrund der immer schwieriger werdenden finanziellen Lage gezwungen, den größten Teil ihres Grundbesitzes zu verkaufen. Im selben Jahr verlässt die Familie Bach Halle. Nach einer gut dreijährigen Zeit in Braunschweig und erfolglosen Bewerbungen um Organistenstellen in Wolfenbüttel und Braunschweig siedelt Bach 1774 mit seiner Familie nach Berlin über. In der preußischen Hauptstadt verspricht sich Wilhelm Friedemann eine Verbesserung seiner tristen Situation. Und in der Tat scheint sich das Blatt für ihn nun zum Guten zu wenden. Bach veranstaltet Orgelkonzerte, die in der Presse geradezu enthusiastisch bewertet werden. So schreibt die Spenersche Zeitung am 17. Mai 1774 auf dem Titelblatt, das in der Regel für die politischen Nachrichten reserviert wird: Vergangenen Sonntag hat sich Herr Wilhelm Friedemann Bach, einer der größten Orgelspieler Deutschlands, vormittags in der St. Nikolai und nachmittags in der St. Marienkirche öffentlich und mit auszeichnendem Beifall der Kenner und des Publikums hören lassen. Alles, was die Empfindung berauscht, Neuheit der Gedanken, frappante Ausweichungen, dissonierende Sätze, die endlich in einer graunischen Harmonie starben, Force Delicatesse, kurz dieses alles vereinigte sich unter den Fingern dieses Meisters. Freuden und Schmerzen in die Seelen seiner feinen Versammlung überzutragen. Wäre es möglich gewesen, den würdigen Sohn eines Sebastians zu verkennen? Ein mehr als erfolgversprechender Beginn für Bach. Doch selbst dann, wenn es wie hier als Lob gedacht ist, lässt kaum eine Kritik über Wilhelm Friedemanns Spiel und dessen Musik einen Vergleich mit seinem Vater aus. Auch mit 64 Jahren scheint er sich, anders als sein Bruder Karl Philipp, noch nicht gänzlich aus des Vaters Schatten befreit zu haben. Aber nicht nur die bürgerliche Öffentlichkeit reagiert mit erkennbarer Begeisterung auf Bachs Berliner Konzerte, sondern auch der Hof nimmt positiv Notiz von seinem Auftreten. Insbesondere Prinzessin Anna Amalia, die jüngste Schwester Friedrichs II., die Karl Philipp Emanuel Bach bei seinem Weggang 1768 den Titel eines Kapellmeisters verliehen hat, berichtet ihrem Bruder, selbstverständlich auf Französisch, äußerst angetan von ihrer Bekanntschaft mit Wilhelm Friedemann. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mir große Freude bereitet. Es handelt sich um den ältesten Sohn des berühmten Leipziger Bach und Bruder dessen, der die Ehre hatte, in ihrem Dienst gewesen zu sein. Dieser Mann vereinigt das ganze Können des Vaters mit dem Stil des verstorbenen Grauen. Er ist der einzige lebende Komponist, der allen Zeitaltern als Modell dienen kann. Er komponiert in allen Gattungen. Das Lateinische und das Italienische sind ihm so vertraut wie seine Muttersprache. Dieser Mann mit all seinen Gaben und seinem seltenen Verdienst lebt lediglich von 200 Ecu des Herzogs von Braunschweig, ohne eine feste Anstellung zu haben. Ich teile Ihnen, mein lieber Bruder, meine Begeisterung mit. Und ich übertreibe nicht, denn er ist brillant und lässt wieder jene große Kunst aufleben, die in Verfall gerät. Verzeihen Sie gütigst diesen Taumel, diese Leidenschaft fürs Metier. Die im Brief erwähnten 200 Ecu, die angeblich Bach vom Herzog von Braunschweig bezieht, entsprechen nicht der Wahrheit. Vermutlich hat Bach dies der Prinzessin gegenüber bei ihrem ersten Treffen vorgegeben, um nicht den Eindruck zu erwecken, ausschließlich vom Vermögen seiner Frau zu leben. Und dass ihm das Italienische so vertraut war wie seine Muttersprache, muss stark angezweifelt werden. Ungeachtet dessen bezeugt Anna Amalia ihre Sympathie für Wilhelm Friedemann durch Sachgeschenke wie silberne Kaffee- und Milchkännchen, später auch durch wiederkehrende finanzielle Zuwendungen. Sie wird somit in den ersten Berliner Jahren zu Bachs Gönnerin. Als Dank dafür schreibt er für sie,
eingedenk ihrer besonderen Vorliebe für kontrapunktische Musik, 8 Fugen, die aufgrund der Pedallosigkeit sowohl auf der Orgel als auch auf dem Cembalo bzw. Klavichord gespielt werden können. Er widmet ihr diese Fugensammlung mit Datum vom 24. Februar 1778 mit den Worten: Durchlauchtigste Prinzessin, gnädigste Äbtissin und Frau, die Gnade eurer königlichen Hoheit gegen mich hat meine Seele so sehr durchdrungen, dass ich dieses kleine, unbedeutende Opfer mit dem feurigsten Gefühl der Dankbarkeit zu höchst dero Füßen lege und in tiefster Ehrfurcht ersterbe. Eurer königlichen Hoheit untertänigster Diener, Wilhelm Friedemann Bach. Spätestens Ende 1779 ist es jedoch mit der prinzessischen Gönnerschaft für Bach vorbei. Die Umstände, die dazu geführt haben, sind allein durch die Schilderung des direkt betroffenen Musiklehrers Anna Amalias, Johann Philipp Kirnberger, überliefert. Er, der seinen eigenen Worten zufolge Bach immer wieder auf unterschiedliche Weise gefördert hat, führt in einem Brief an Nikolaus Forkel in Göttingen unter anderem aus: Herr Bach, der meine gute Gesinnung nicht erkannte, ließ sich's einreden, zur Prinzessin zu gehen und mich auf die höchst unbilligste Weise zu verleumden. Und dadurch glaubte er, er würde mich außer Brot und Dienst bringen und er würde meinen Platz bekommen. Nachdem er seine Galle ausgeschüttet hatte, so sagte ihm die königliche Hoheit, seine Offenherzigkeit gefiele ihr. Er nahm es für Bargeld auf, hatte sich aber sehr geirrt, dass seine Prinzessin solche Züge gegen seinen gewesenen Wohltäter ausschüttete. Er wurde nachdem allemal abgewiesen und ihm mit Verweis gesagt, dass er als der schlechteste Mensch gegen mich gehandelt hätte. Und was ihre königliche Hoheit ihm Gutes getan hätten, durch meine Veranlassung und mir zu Gefallen geschehen wäre. Leider sind keine Quellen überliefert, die Bachs Sichtweise dieses misslichen Vorgangs beleuchten. Ist darin ein Akt der Verzweiflung zu sehen, der Bach bei dieser Verleumdung ritt? In gewisser Weise wäre er sogar nachvollziehbar, zumal ihm zu Beginn desselben Jahres 1779 eine aufgrund prinzlicher Protektion fast sicher geglaubte Stelle, die ein Ende der äußerst prekären finanziellen Situation bedeutet hätte, doch nicht zugestanden wurde. Um genauer auszuführen, Wilhelm Friedemann bewirbt sich mit einem Brief vom 9. Januar 1779 um die vakante Organistenstelle der Berliner St. Marienkirche. Hierbei weiß er einen hochgestellten Fürsprecher auf seiner Seite. Prinz Wilhelm, der jüngere Bruder König Friedrichs II. Und nachmaliger König Friedrich Wilhelm II., äußert bereits eine Woche zuvor gegenüber dem Berliner Magistraten den Wunsch, Bach für diese Stelle zu besetzen. Demnach ich erfahren, dass die Organistenstelle bei der dortigen Marienkirche vakant geworden und mir sehr viel daran gelegen, dasselbige sogleich und bei Ansicht dieses dem dortigen geschickten Musikus Wilhelm Friedemann Bach konferiert werde.
so wird Magistratus Berliner Residenzien dieserhalb sofort Nötiges verfügen. Und ich verlasse mich gewiss hierauf, dass nun allein diese Stelle dem Musikus Bach wird konferiert werden. Doch selbst dieses Einwirken von Seiten des Kronprinzen nützt Bach nichts. Denn der Magistrat widersetzt sich dem dringlichen Wunsch des Prinzen und lehnt Bachs Bewerbung ab. Und dies, obwohl er in einer internen Beurteilung als der würdigste in Betracht der musikalischen Talente eingestuft wird. Dem Prinzen gegenüber argumentiert der Magistrat am 16. Januar 1779 wie folgt: Euer königlichen Hoheit wird dieser Mann nur von Seiten seiner ganz vorzüglichen musikalischen Talente bekannt sein. Und dieser Talente wegen haben auch wir gleich nach der Vakanz auf ihn als einen vorzüglichen Orgelspieler ohne sein Ansuchen Reflexion gemacht. Sein uns nachher aber bekannt gewordenes sonderbares Betragen, unanständiger Wandel und sein in Amtsverrichtungen sonst bewiesener Eigensinn, weshalb er auch die gehabten Organistenstellen in Dresden und Halle nicht behalten können, haben uns genötiget, von den ersten Gedanken, ihn hier zu versorgen, umso mehr wieder abzustehen, da das Kirchenwesen seine besondere Ordnung erheischet. Nicht alle Behauptungen in diesem Antwortbrief entsprechen der Wahrheit. So hat er die Organistenstelle in Dresden nicht aufgrund von Verfehlungen verloren, sondern hat sie selbst aufgekündigt, um die Stelle in Halle anzutreten. Dennoch ist der Grundtenor derselbe, der auch bereits bei einer vorigen Bewerbung zu einem negativen Ausgang geführt hat. Nicht sein musikalisches Können, sondern sein sonderbares Betragen, sprich sein schwieriger Charakter und seine Nonkonformität stehen ihm immer wieder im Weg. Insofern ist sein verzweifelt anmutender Akt der Intrige gegenüber Kirnberger als Bachs letzter Versuch zu interpretieren, die immer bedrohlicher werdende finanzielle Lage zu bereinigen. Doch der Schuss geht nach hinten los. Es wird nun ruhig um ihn. Das Vermögen seiner Frau, von dem die Familie seit Jahren in erster Linie lebte, ist allmählich aufgebraucht. Bach sieht sich zunehmend gezwungen, das musikalische Erbe seines Vaters zu verkaufen. Bereits kurz vor seiner Abreise aus Braunschweig hat er dem dortigen Literaturprofessor Johann Joachim Eschenburg einen nicht genauer spezifizierten Teil seiner Musikalien zum Verkauf zurückgelassen. 1778, 4 Jahre danach, fragt er bei Eschenburg nach, was aus diesen Musikalien geworden sei. Eine befremdliche Sorglosigkeit gegenüber seinem wertvollen Besitz ist Bach in diesem Zusammenhang leider nicht abzusprechen. Apropos, haben euer Hochedelgeborener Dero Musicalia verauktioniert? Meine Abreise aus Braunschweig war so eilfertig, dass ich keinen Katalog von meinen hinterlassenen Musikalien und Büchern machen konnte. Auf die Kunst der Fuge von meinem Vater und Quanzens Anweisung auf der Flöte kann mich noch besinnen. Die anderen Kirchenmusiken und Jahrgänge, wie auch Bücher, haben euer Hochedelgeborener en honnêtement aufgehoben und mir versprochen, mit Zuziehung eines verständigen Musici sie lege auctionis in Geld zu versetzen. Ungeklärt ist, ob Eschenburg tatsächlich Bestände aus dem Besitz Wilhelm Friedemanns veräußert oder nur zeitweise für ihn aufbewahrt hat. In jedem Fall verkauft Bach einen Teil der Partituren des sogenannten Choralkantatenjahrgangs seines Vaters an den Oelsnitzer Kantor Johann Georg Nacke. Über die Umstände von Bachs letzten Lebensjahren ist so gut wie nichts bekannt. Öffentliche Auftritte von seiner Seite sind nicht dokumentiert. Hingegen unterrichtet er ab einem nicht näher zu bestimmenden Zeitpunkt Sarah Itzig, verheiratete Levi, im Klavierspiel. Der Unterricht der jungen, 1761 geborenen Sarah, die auf einer Bachschen Handschrift als seine Lieblingsschülerin bezeichnet wird, zählt zu den Lichtblicken von Wilhelm Friedemanns Berliner Zeit. Musik spielt im Hause der vermögenden und kinderreichen jüdischen Familie des Bankiers Daniel Itzig eine große Rolle. Zu Sarahs Geschwistern, die alle musikalisch ausgebildet sind, gehören unter anderem Fanny von Arnstein,
Zipora Wulff und Bella Salomon, die spätere Großmutter Felix Mendelssohn Bartholdys. Gerade die Musik der Familie Bach wird hier besonders hoch geschätzt. Kein Zufall, dass es Bella ist, die ihrem Enkelsohn Felix später einmal eine Abschrift der Matthäus-Passion Johann Sebastian Bachs schenken wird. Im Hause Itzig erklingt Wilhelm Friedemanns Doppelkonzert in S-Dur, von Sara und Zipora virtuos auf zwei Cembali musiziert. Zu Sarahs Hochzeit mit Samuel Salomon Levi 1783 verfasst Wilhelm Friedemann die Cantilena Nuptiarum, Herz, mein Herz sei ruhig, eine Liedbearbeitung eines früheren Klavierstücks, möglicherweise Bachs letzte Komposition. Am 1. Juli 1784 stirbt er, inzwischen völlig verarmt an einer Brustkrankheit, wie im Totenbuch vermerkt ist, vermutlich also an Tuberkulose. Aufgrund seiner Mittellosigkeit werden seiner Witwe die Beerdigungskosten erlassen. Immerhin nimmt die Öffentlichkeit noch einmal Notiz von ihm. Die Spänische Zeitung betrauert ihn in einem Nachruf. Deutschland hat an ihm seinen ersten Orgelspieler und die musikalische Welt überhaupt einen Mann verloren, dessen Verlust unersetzlich ist. Jeder Verehrer wahrer Harmonie und Größe der Tonkunst wird seinen Verlust tief empfinden. Schnell danach geraten Wilhelm Friedemann Bach und seine Musik jedoch in Vergessenheit. Eine der wenigen Ausnahmen, die die Erinnerung an ihn noch nach seinem Tod hochhält, bildet seine Lieblingsschülerin Sara Levi. Doch selbst bei ihr, die in ihrem Salon einen förmlichen Sebastian- und Philipp Emanuel Bach-Kultus praktiziert, steht Wilhelm Friedemann letztlich im Schatten seines jüngeren Bruders und vor allem seines übergroßen Vaters. Karl Friedrich Zelter bringt es später auf den Punkt. Sollte ich den Unterschied zwischen Friedemann Bach und seinem Vater angeben, so würde ich sagen, jener habe alles gesucht und dieser alles gefunden. Darin liegt die eigentliche Tragik des Wilhelm Friedemann Bach. Das tragische Ende Wilhelm Friedemann Bachs. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Wolfram Enzlin. Es sprachen Frank Arnold und Markus Hoffmann. Redaktion Bettina Schmidt.